Euer erstes Kind wurde in Obhut genommen und ihr seid wieder schwanger. Wie verhalte ich mich? Ich versuche in diesem Video ein paar Hilfsansätze zu geben. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans, ich bin ehemaliger Rechtsanwalt und Videoaktivist und dies ist mein Videokanal. Ihr seid also dem Jugendamt schon einmal auf den Leim gegangen, habt ein Kind verloren und seid jetzt wieder schwanger. Natürlich ist es klar, dass man zuallererst Angst hat. Angst um das neue Kind, Angst, wie soll man vorgehen, Angst, wie soll man diese Situation alleine bewältigen. Wichtig ist aber auch, dass ihr in dem Zeitpunkt, in dem ihr von eurer Schwangerschaft erfahrt, noch 7, 8 Monate habt, um die Situation zu klären. Und meiner Meinung nach hat sich da nie als gut herauskristallisiert, wenn man vor den Problemen wegläuft. Ich selber habe in der Vergangenheit immer gute Erfahrungen damit gemacht, auf Behörden zuzugehen und eben einen alternativen Schutzplan zu unterbreiten. Der Vorteil ist, dass ihr in einem gewissen Rahmen noch Einfluss auf die Meinung des Jugendamtes habt. Natürlich habe ich auch erlebt, dass von Seiten des Jugendamtes keine Bereitschaft zur Kooperation da ist, dass man einfach die eigene Meinung als wahr unterstellt und die heißt halt Kind muss weg oder Mutter-Kind-Heim. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, eine Betreuung des Kindes in den eigenen vier Wänden sicherzustellen. Zumal ich die Auffassung vertrete, dass Mutter-Kind-Heim dieses eigenverantwortliche Handeln nur bedingt sicherstellt, wenn man ja immer jemanden hat, der da ist, wenn es Probleme gibt. Und manchmal muss man eben Entscheidungen treffen, ohne einen Dritten um Rat fragen zu können. Wichtig ist, es gibt viele Möglichkeiten, regelmäßige Kinderarztbesuche, eine Hebamme am Anfang, gegebenenfalls eine SPFH. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit für einen Zeitraum bei jemandem unterzuschlupfen, der Kinder erfahren ist. Vielleicht kommt ein recht früher Krippenplatz für euch in Betracht etc. Wichtig ist, all diese Dinge sind zu klären und zu regeln, solange man noch keinen Zeitdruck hat. Wie gesagt, das ist alles keine Garantie und auch ich habe schon Verfahren betreut, wo trotz dieser Kooperation das Jugendamt nicht kooperationswillig war und es deshalb zu Inobhutnahmen kam, weil man sich gegen die eine oder andere Situation des Gerichtes gewendet hat. Ich sehe es halt an der Stelle etwas anders, ihr Lieben. Ich meine, es ist ein großartiges Zeichen elterlicher Vernunft und Verantwortung und Kooperationsfähigkeit, eigenständige Vorschläge zur Regelung zu schaffen. Trotzdem muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, Zeit ist hier der wichtigste Faktor. Wenn man eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin aufs Jugendamt zukommt, ist es klar, dass man da selten noch was wird reißen können. Deshalb gegenüber dem Jugendamt die Hosen runterlassen, die Möglichkeiten austarieren und natürlich auch in einem gewissen Grad kompromissbereit sein. Denn wer gar keine Kompromissbereitschaft zeigt, der wird halt, dazu gibt es ja schon ein Video von mir, schnell als kooperationsunfähig und damit kindswohlgefährdend dargestellt. Lasst euch bereits frühzeitig durch einen Anwalt beraten, der euch dann eben in diesem schwierigen Verhandlungsprozess mit dem Jugendamt auch begleitet, weil in dem Zusammenhang es einfach wichtig ist, dass man fern der Emotionen, fern der Ängste agiert und Möglichkeiten austariert. Natürlich könnt ihr auch die Möglichkeit einer Schutzschrift ins Auge fassen, aber ob das dann von einem Gericht berücksichtigt wird, ihr kennt ja meine Reihe Schutzschrift, das ja, ist vollkommen unsicher. Ansonsten, wie gesagt, geht bitte euren Weg. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Es nützt nichts, wenn man blind das macht, was Dritte sagen. Denn es würde aus meiner Sicht die Erziehungsunfähigkeit belegen. Kümmert euch um euer Kind, so wie ihr es für richtig haltet. Aber eben seid in einem gewissen Rahmen kooperationsbereit und auch nachgebebereit. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Es ersetzt leider Gottes nicht die einzelfallbezogene Beratung, die aufgrund ja, der Gründe der vorherigen Entziehungen angepasst werden muss. Hier gibt es kein Patentrezept, das immer passt. Ich würde mich freuen über einen Kommentar oder einen Daumen hoch von euch. Wir sehen uns. Servus.